Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Vlog. Und ja, ich dachte mir, ich mache wieder einen Vlog. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich mache mir gerade meinen Kaffee warm. Und ich wollte über ein paar Sachen reden. Euch vielleicht meine extrem dreckige Wohnung zeigen. Meine Wohnung ist so dreckig. What the fuck ist das? Da liegen überall Socken, extrem dreckig und aufgeräumt. Das bin ich. Ich bin ein unaufgeräumter Mensch. Und sobald meine Mutter hier war, ist alles wieder extrem sauber. Ja, das ist, so sind Mütter. Sie können irgendwie... Allgemein, wenn sie schon in der Wohnung sind, die ist dann automatisch... die ist automatisch sauber. Okay, Kaffee ist fertig. Das ist sehr wichtig, dass mein Kaffee fertig ist. Und ich muss aufpassen, denn ich schütte immer alles um. Das ist unglaublich. Ich bin so ein unordentlicher Mensch. Übrigens, diese Dinger, falls ihr euch wundert, was das ist. Also ich habe mir das hier bestellt. Und zwar sind das mehr... Wände gegen Hall. Die nennt man Schaumstoffwände. Schaumstoffpyramidenwände. Die, die hier in meinem Zimmer seht. Kann man alles sehen, ich weiß gar nicht. Ja, das ist nur zum Gemütlichkeitsfaktor, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier sind meine... Kann man alles sehen, ich weiß nicht. Mit der Kamera bin ich mir nicht sicher. Ich lade gerade Videos hoch und das meine ich, diese Wände. Das sind diese Wände. Ich habe mir noch mehr davon geholt. Also wirklich, man kann nie genug davon haben, weil diese Dinger, seitdem ich diese Dinger habe, hören mich meine Nachbarn gar nicht mehr. Ich habe sie gefragt, ja, hört man mich noch? Sie so, nee, man hört dich gar nicht mehr. Lebst du überhaupt noch? Und ich so, ja, klar lebe ich noch. Aber wenn ihr mich gar nicht mehr hört, dann ist es gut. Außerdem lade ich gerade zwei Videos für Danny Jazz hoch. Einmal habe ich The Escapist hochgeladen, das kommt heute um 20.30 Uhr hoch. Und, Happy Weeks habe ich hochgeladen. Das kommt heute um 18.30 Uhr hoch und ja, wie ihr seht, ich habe sehr, sehr viel zu tun. Ich habe zwei Kanäle und ich muss sehr, sehr oft Videos machen. Und dann muss ich jetzt auch gleich noch ins Fitnessstudio. Und dann muss ich noch ins Gym und ich muss davor noch dieses Video hier hochladen. Zum Glück habe ich kein Problem mit dem Hochladen. Das Rendern dauert nur ein bisschen länger, deswegen werde ich mir bald einen neuen PC holen müssen. Aber heute will ich über etwas anderes reden und das wird kein langer Vlog. Aber ich wollte heute drüber reden. Übrigens, das sind meine Konsolen, die habe ich jetzt übrigens auf den Tisch gestellt. Seht ihr, ich komme nie zum Thema. Und schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Kann man das sehen? Ja, ne? Das hat mir eine Zuschauerin gemacht, ich glaube, die heißt Carmen oder sowas. Das hat sie mir per Post geschickt. Das ist so nice. Ich liebe Fanarts von meinen Zuschauern. Das ist wirklich gut gemacht. Ein paar Leute von euch sind wirklich so talentiert. Die meisten sind extrem talentiert. Schaut euch das mal an. Hier liegen ein paar Konsolen von mir. Ich habe sie auf den Tisch getan. Ich wollte nicht, dass sie unter mir sind. Ich wollte, dass sie zu mir gehören, denn ich liebe sie. Und dann klaue ich sie jeden Abend und dann... Und dann machen wir noch weitere dreckige Sachen miteinander. Aber wie ihr alle wisst, ich, wenn ich jetzt auf meinem Danny Burnage Kanal gehe, da wo das Video hochkommt, ich habe hier lange nicht keinen Vlog mehr gemacht, dann sind wir jetzt fertig mit der Road to Nuklear Serie. Und erstmal danke an euren starken Support an dieser Serie. Sie kam wirklich gut an. Und ich mag es, Sachen zu tun, wo ich mir quasi selber ein Ziel nehme. Und nun geht es darum, die Zeit zu überbrücken, bis Black Ops 3 rauskommt. Denn wenn Black Ops 3 rauskommt, dann werden die besten Videos ever auf diesem Kanal kommen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird wirklich epische Videos rauskommen für Black Ops 3 oder allgemein. Selbst wenn es, auch wenn die Prozentzahl ganz niedrig ist, ein anderes COD ist, es werden epische Videos rauskommen und ich freue mich extrem drauf. Aber ich wollte euch mal fragen, was für eine Serie wollt ihr als nächstes sehen, wo ich mir quasi selber ein Ziel setze und das Ganze. Zum Beispiel irgendwas mit Road 2 wäre ganz gut. Zum Beispiel Road 200 Kills vielleicht in Herrschaft oder sowas. Irgendwas, womit wir quasi die Zeit langsam überbrücken können, weil ich versuche schon täglich Videos abzuladen. Ich werde es wahrscheinlich täglich nicht schaffen, weil ich ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich kann es nicht sagen. Aber ja, ich werde mein Bestes geben, so oft wie möglich Videos hochzuladen. Ich versuche die auch mal ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Und wir müssen halt die Zeit überbrücken, bis Black Ops 3 rauskommt. Und wenn Black Ops 3 rauskommt, dann werde ich so nicht so viele Black Ops 3 Videos machen. Ich werde nicht dasselbe wie bei Advanced Warfare machen. Aber ich werde auf jeden Fall mehr Videos machen und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf scheuen. Meine Hand tut langsam weh, meine Schulter ist nicht badass genug. Und ja, deswegen lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr für eine Serie als nächstes sehen wollt. Ich habe sogar auf diesem Kanal darüber nachgedacht, sowas wie Minecraft Überlebensinstinkt zu machen, was ich damals auf Danny Jazz gemacht habe, wo ich zum Beispiel in Minecraft überleben muss und das Ganze. Es hat extrem Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob Leute auf diesem Kanal Minecraft sehen wollen. Vielleicht auch noch mit einem anderen Minecraft-Laden. Wäre ganz witzig, aber wir sind auf einem COD-Channel, aber es war nur so eine Idee. Aber an was ich wirklich Interesse hätte, wäre Counter-Strike mal so ein bisschen testen. Counter-Strike ist momentan riesig. Richtig viele Leute spielen Counter-Strike und ich habe es auch gespielt und es macht wirklich, wirklich süchtig und wirklich eine Menge Spaß. Vor allem, ich liebe Games, wo man competitive spielt. Es macht einfach verdammt, verdammt viel Spaß, den anderen zu zeigen, wer der Badass King hier im Land ist. Und ja, das war ein ziemlich kurzer Vlog. Ich wollte euch noch ein bisschen zeigen, was ich so momentan treibe. Ich gehe wieder fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, weil, ja, im Winter habe ich ziemlich an Speck zugenommen. Ich hoffe, das passiert nächsten Winter nicht, aber das passiert jeden Winter, dass ich extrem fett werde. Obwohl nicht extrem fett, aber ich nehme zu. Und das ist kacke. Badass Menschen nehmen nicht zu. Aber lasst mich wissen, was ihr gerne sehen wollt. Und, ich muss meine andere Hand als Stütze benutzen.
weil es so weh tut. Denn ja, mich würde das persönlich interessieren, weil einfach da rum. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr dieser Vlogs sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und das werde ich gleich nochmal sagen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem erneuten Roads to Nuclear Video, wo ich versuchen werde,